Ja, auch in Michigan ist man schnell mit dem Impfen. Sehr schnell. Fast 3 Millionen Menschen haben ihre Spritze schon bekommen. Das sind gut 33%. Und vielleicht hat dieses Projekt ein bisschen mit der Spitzenrate zu tun. Greenhouse heißt der Laden und hier gibt's Joints für Geimpfte. Ja, richtig gehört, wer sich pieksen lässt, bekommt als Belohnung einen gerollten Marihuana-Stängel. Umsonst. Lässt du dich impfen, belohnen wir dich. Es ist deine Wahl. Der Deal funktioniert ziemlich gut. 10.000 Joints gingen in den vergangenen 2 Monaten kostenlos über den Tresen. Den ganzen April über läuft die Aktion weiter. Win-win im besten Sinne. Sind Sie hier wegen des Gratis-Joints, fragt der Reporter. Das ist doch ein toller Bonus, sagt sie, und ich finde, alles, was einen Anreiz dafür schafft, wieder zur Normalität zurückzukehren, ist prima. Marihuana als Impfköder, vielleicht eine Idee auch für andere Bundesstaaten wie New York, wo jetzt gerade das Rauschmittel auch für den privaten Gebrauch zugelassen wurde. Auf eine Betörung der Sinne setzt auch die Donut-Kette Krispy Kreme. US-weit bietet sie einen Teigkringel umsonst für Impflinge an. Andere Unternehmen schaffen Anreize für die eigenen Beschäftigten und spendieren freie Tage oder Geld, wenn sich die Angestellten vaccinieren lassen. Die Idee, mehr Geimpfte, mehr Normalität, höhere Umsätze. Wie gesagt, Win-Win.